Hallo liebe Gartenfreunde, heute zeige ich euch, was ihr gegen Blattkrankheiten an Rosen vorbeugend machen könnt. Diese Rose ist im Großen und Ganzen sehr gesund. Nur in einigen Blättern hat sie Rosenrost und Sternrostau. Welches bewährte Hausmittel dagegen hilft, das zeige ich euch jetzt. Das bewährte Hausmittel gegen Blattkrankheiten an Rosen und anderen Pflanzen ist nichts anderes als verdünnte Milch. Wichtig ist, dass ihr frische Biomilch verwendet, die nicht ultrahoch erhitzt ist. Denn nur sie enthält die nützlichen Milchsäurebakterien. Diese Milchsäurebakterien brauchen wir, weil sie sich später wie ein schützender Film auf die Blattoberfläche legen und verhindern, dass Pilzsporen eindringen. Die Mischung ist etwa 1:6 bis 1:8. Das heißt, ein Teil Milch und 6 bis 8 Teile Wasser. In unserem Fall, ich nehme jetzt einfach mal 150 Milliliter Milch und gebe sie in die Spritze. Und fülle dann 1 Liter Wasser dazu. Unser Mischungsverhältnis entspricht etwa 1:7. Nun verschließe ich die Spritze, schüttle die Mischung kräftig durch. Und jetzt bringen wir noch ein bisschen Druck auf die Flasche. Damit die verdünnte Milch auch gut wirkt, solltet ihr sie ab dem Blattaustrieb etwa alle 3 Wochen ausbringen. In Regenphasen sogar etwas öfter. Bei dieser Rose können wir jetzt noch verhindern, dass sich die Krankheiten weiter ausbreiten. Wichtig ist, dass ihr sie von der Blattober- und Unterseite gut besprüht. So, jetzt wisst ihr, wie es geht. Probiert's doch einfach mal aus.